Herzlich willkommen, liebe Studierende, zur heutigen Sitzung unserer Vorlesung Einführung in die angewandte Linguistik. Heute zum Thema Sprache und Politik. Wir haben ja schon oft in dieser Vorlesung interdisziplinäre Bezüge aufgemacht. In der Soziolinguistik die Schnittstellen von Linguistik und Soziologie, bei der Korpuslinguistik hin zur Informatik, bei der Medienlinguistik hin zur Medienwissenschaft. Und heute soll es eben um die Übergänge von Linguistik und Politikwissenschaft gehen. Das haben wir heute vor. Es geht mal zunächst um das Verhältnis von Sprache und Politik ganz generell. Dann möchte ich Ihnen die Themenfelder der sogenannten Politolinguistik genauer vorstellen. Wir wollen uns dann einen Bereich präziser angucken, nämlich die Erforschung politischer Schlagwörter. Und dann wollen wir am Schluss der Sitzung uns mit Populismus beschäftigen, zunächst allgemein und dann im Speziellen auch noch im Social-Media-Bereich. Die Lernziele bestimmen sich wie folgt. Sie können zunächst die verschiedenen Aspekte des Verhältnisses von Sprache und Politik erläutern. Dann können Sie die verschiedenen Typen politischer Schlagwörter und von dem, was wir semantische Kämpfe nennen, benennen und jeweils auch mit Beispielen erläutern. Und schließlich sollten Sie in der Lage sein, kommunikative Strategien des Populismus und vor allem des Rechtspopulismus zu erläutern. Ja, beginnen wir mal mit dem Verhältnis von Sprache und Politik. Wie hängt es eigentlich zusammen? Man muss nur mal eine Zeitung aufschlagen oder eine der gängigen Online-Medien wie hier Spiegel Online mal anklicken und das Ressort Politik ansteuern. Dann findet man hier solche Meldungen wie diese hier. NATO stuft China als systematische Herausforderung ein. Nach jahrelanger Zurückhaltung will sich NATO stärker positionieren. Eine entsprechende Erklärung ist verabschiedet worden. Wir sehen also, was machen PolitikerInnen und politische Vereinigungen wie die NATO. Sie belegen Länder mit bestimmten Bezeichnungen, sie verabschieden Erklärungen und dadurch positionieren sie sich. Sie machen also Politik dadurch, indem sie auf eine bestimmte Art und Weise Sprache verwenden. Ja, denn nichts anderes ist das, eine Erklärung verabschieden, ist natürlich eine sprachliche Handlung. Genauso hier nach Kritik von Armin Laschet, auch das ist etwas, was sprachlich vollzogen wird, verteidigt Habeck seine Pläne zum Spitzensteuersatz. Hier gibt es den Beschluss eines grünen Wahlprogramms, eine Textsorte, die sprachlich verfasst ist und Union-Kanzlerkandidat Laschet attackiert Pläne zur Steuererhöhung und Parteichef Habeck reagiert und weist eine Ablösung zurück. Auch das alles sind sprachliche Handlungen, die hier vollzogen werden. Und es gibt eben bestimmte Textsorte, Gesetzesvorlagen und so weiter. Noch das hier als letztes Beispiel. Grünen weichen Nein zu bewaffneten Drohnen auf. Sie lehnen den Einsatz nicht mehr kategorisch auf. Es gibt einen Beschluss des Parteitags. Auch hier wieder gibt es bestimmte Textsorten, die hier im Spiel sind, Beschlussfassungen, Beschlüsse, bestimmte sprachliche Handlungen, die vollzogen werden oder zurückgenommen werden. Wir sehen also, wie macht man eigentlich Politik? Was heißt es, politisch zu handeln und zu gestalten? Es heißt auch, auf eine bestimmte Art und Weise Sprache zu verwenden. Und deswegen ist es natürlich auch für Linguistinnen und Linguisten höchst relevant und interessant, das Anwendungsfeld, sich mit Politik zu beschäftigen. Noch ein anderes Beispiel aus der Zeit von 2018. Der CSU-Vorsitzende und Bundesinnenminister Horst Seehofer hat die Ergebnisse des EU-Gipfels als nicht wirkungsgleich mit der Zurückweisung von Flüchtlingen an der deutschen Grenze bezeichnet. Damit wies Seehofer im CSU-Vorstand anderslautende Äußerungen von Bundeskanzlerin Merkel zurück, wie CSU-Kreise übereinstimmend berichteten. Den Vorschlag Merkels, in anderen EU-Ländern registrierte Flüchtlinge in Deutschland in sogenannten Ankerzentren unterzubringen, lehnte Seehofer ab. CSU-Chef widersprach damit direkt der Kanzlerin. Zur Frage, ob die Forderungen der CSU erfüllt seien, hatte die CSU-Chefin zuvor bei der Aufzeichnung ihres ZDF-Sommerinterviews erklärt und ein Zitat und so weiter. Also auch hier finden wir vielfältigste Sprechakte beschrieben, sprachliche Handlungen. Es gibt auch hier bestimmte Gesprächsgattungen, kommunikative Gattungen, die von politischer Relevanz sind. Das berühmte Sommerinterview, was eben mit SpitzenpolitikerInnen geführt wird.
Auch hier sehen wir also, politisch handeln heißt immer auch sprachlich zu handeln. Und deswegen ausgehend von diesen Überlegungen also ein paar Bestimmungen des Verhältnisses von Sprache und Politik. Zunächst mal, was ist eigentlich Politik? Da können wir, was immer ein erster guter Zugang ist, wenn es auch nur ein erster Zugang ist, auf duden.de einfach mal nachgucken. Duden.de, da finden wir diese Definition von Politik. Es geht darum, um eine auf die Durchsetzung bestimmter Ziele, besonders im staatlichen Bereich und auf die Gestaltung des öffentlichen Lebens gerichtetes Handeln von Regierungen, Parlamenten, Parteien, Organisationen oder Ähnliches. Und was hier nun allgemein als Handeln beschrieben wird, ist im Endeffekt ganz häufig, wenn auch nicht ausschließlich, aber doch zu einem sehr großen Anteil sprachliches Handeln. Und das hat Grünert schon 1983 mal in diesem wunderbaren Zitat so ausgeführt. Politik, so sagt er, wird durch und mit Sprache entworfen, vorbereitet, ausgelöst, wird von Sprache begleitet, beeinflusst, gesteuert, geregelt, durch Sprache beschrieben, erläutert, motiviert, gerechtfertigt, verantwortet, kontrolliert, kritisiert, be- und verurteilt. Ja, also um das politische Handeln, sofern es nicht selbst schon sprachliches Handeln ist, gibt es ein ganzes Universum an Anschluss- und Begleitkommunikation. Und wenn wir also verstehen wollen, wie Politik insbesondere in einer demokratischen Gesellschaft funktioniert, dann können wir uns, oder kommen wir nicht umhin, uns auch sprachliches Handeln anzusehen. Und das machen wir eben in der Politolinguistik. Und das hat Girnd dann nochmals auf den Punkt gebracht wie folgt: Sprache, so sagt er, ist nicht irgendein Instrument der Politik, sondern überhaupt erst die Bedingung ihrer Möglichkeit. Was würde übrig bleiben für Politikerinnen und Politiker, wenn sie die Sprache nicht hätten? Wenig, ausgesprochen wenig. Natürlich, es gibt auch Bilder, die eine Rolle spielen können, aber wenn uns Sprache genommen wird, wenn wir nicht über Texte verfügen und nicht über das gesprochene Wort, dann sind die Handlungsmöglichkeiten von PolitikerInnen auf ein Minimum reduziert. Gehen wir es nochmal im Einzelnen durch, wenn wir sagen, Sprache ist Mittel der Politik. Hier mal eine Reihe von Textsorten und Gattungen, an denen wir das ablesen können. Wir haben sowas wie Wahlkampfreden oder auch Parteitagsreden. Wir haben Parlamentsdebatten, wir haben Positionspapiere, Wahlprogramme, Gesetzentwürfe, Sondierungsgespräche, aber auch Tweets. Wird immer wichtiger, konnten wir bei Donald Trump sehr gut beobachten, dem man ja immer wieder nachgesagt hat, dass er quasi via Twitter regiert oder zumindest politisch agiert. Sprache ist aber auch Begleiter von Politik. Denken wir an Zeitungskommentare oder auch an Spiegel-Online-Artikel. Denken wir an solche Formate wie die Bundespressekonferenz. Auch hier tauchen wieder Tweets auf, also nicht nur Tweets von PolitikerInnen selbst, sondern auch von normalen Bürgerinnen und Bürgern, die sich kritisch oder affirmativ zur Politik verhalten auf Twitter. Wir haben TV-Berichterstattung und so weiter und so fort. Und schließlich, auch das ist noch wichtig, natürlich kann Sprache auch Gegenstand von Politik werden. Es gibt ganz explizite sprachpolitische Maßnahmen, zum Beispiel bestimmte Sprachregelungen. Wir kennen alle die Diskussion um gendergerechte Sprache, und wenn eine Behörde einer Stadt beschließt, fortan soll in allen offiziellen Dokumenten gendergerecht formuliert werden, dann ist das eine sprachpolitische Maßnahme. Oder auch die Frage, soll eigentlich das Deutsche ins Grundgesetz, also soll im Grundgesetz festgeschrieben werden, dass die offizielle Sprache in Deutschland Deutsch ist. Das sind alles politische Fragen, die auch entsprechend hitzig verhandelt werden. Wir haben aber auch implizite Formen davon, dass Sprache Gegenstand von Politik wird. Dann sind wir bei dem Bereich, den wir semantische Kämpfe nennen. Darauf werde ich später noch genauer eingehen. Denken wir jetzt nur mal als Beispiel herausgegriffen, so ein Wort wie Freiheit, wo doch verschiedene Parteien was Unterschiedliches darunter verstehen.
Oder die Frage, ob man jetzt eigentlich die Corona-Maßnahmen als Corona-Diktatur bezeichnen darf oder soll. Das sind alles politische Stellungnahmen, die sich implizit, zumindest dann, die wenigstens implizit Sprache zum Gegenstand haben. Denn den Bereich der Politolinguistik, dieser Terminus stammt von Burckhardt, kann man nochmals genauer untergliedern. Und da hat Burckhardt hier dieses hübsche Schaubild entworfen und sagt, was können wir also untersuchen, wenn wir als LinguistInnen uns für den Bereich Sprache und Politik interessieren? Wir können unterscheiden, also der weite Bereich der politischen Sprache gliedert sich nochmal auf, so sagt er, in das Sprechen über Politik, in politische Mediensprache, in Politiksprache und die wiederum gliedert sich in Politikersprache und in Sprache in der Politik. Das sind jetzt zunächst mal solche Schlagwörter, Etiketten. Versuchen wir es mal mit Inhalt zu füllen. Sprechen über Politik, was privat bis halböffentlich passieren kann, also auch wenn Sie bei sich zu Hause privat in Ihrer WG-Wohnküche über die anstehende Bundestagswahl oder Ähnliches sprechen. Dann sprechen Sie über Politik und auch das kann interessant sein, das zu untersuchen. Also Tischgespräche, aber auch Tweets, die wir als Privatpersonen absetzen. Die politische Mediensprache sind Zeitungskommentare, Berichterstattungen, was auch immer. Auch also in TV, in Online-Medien und so weiter und so fort. Dann haben wir eben die Politiksprache, wo wir bei der Politikersprache, wir würden heute eher sagen bei der Politikerinnensprache, haben wir solche Sachen wie Weihnachtsansprachen oder auch Wahlkampfreden. Mit Sprache in der Politik meint Burckhardt solche Textsorten, die eher so das Administrative umfassen, also solche Gesetzesentwürfe, Koalitionsverträge, die zwar auch von PolitikerInnen geschrieben werden, die aber nicht so sehr einen klaren Autor oder eine klare verantwortlich zeichnende Einzelperson haben, sondern die ja eher so dieses administrative Substrat bilden. Ja, und das ist dieses Modell von Burckhardt, was sehr wichtig geworden ist, an dem sich sehr viele in der Nachfolge orientiert haben. Es ist aber nun auch schon ein bisschen älter. Und 1996 gab es zwar auch schon die Bundesrepublik und sehr viel von dem, was wir kennen von unserem politischen System und auch von dem Mediensystem, was Politik begleitet, gab es damals auch schon, aber dennoch hat sich natürlich im 21. Jahrhundert einiges nochmals geändert. Und deswegen möchte ich Ihnen noch einen anderen Vorschlag präsentieren, von Helmut Feilke aus dem Jahr 2018, was nicht so sehr wie so ein Bäumchen funktioniert, sondern mehr in so konzentrischen Kreisen. Also wir haben sozusagen den Kern dessen, was politische Sprache auszeichnet, das politische Sprachhandeln selbst, wie er das nennt, also die PolitikerInnensprache, genauso wie auch dieses eher administrative, Gesetzestexte und so weiter, also das, was wirklich sich im Kern des politischen Handelns abspielt. Und das Ganze wird dann begleitet oder umrahmt von dem, was er medialisierte Kommunikation nennt, also die ganze mediale Anschluss- und Begleitkommunikation, die Berichterstattung, aber genauso auch die Politikvermittlung von PolitikerInnen selbst. Also wenn jetzt dann PolitikerInnen in einer Talkshow zu Gast sind und dort ihr Programm verteidigen, sich der kritischen Diskussion stellen, dann also in diesen Talkshows wird ja nicht in dem Sinne Politik gemacht, dass dort wirklich dann Menschen ihre Meinung ändern und sich überzeugen lassen von den Argumenten des Gegners. So ist es ja nicht. Das hat dann mehr so eine vermittelnde Funktion in die Öffentlichkeit hinein. Und das wiederum, diese medialisierte Kommunikation, womit Feilke vor allem die massenmediale Kommunikation meint, wird dann nochmals umrankt von dem, was er vernetzte Kommunikation nennt, und damit meint er vor allem sowas wie Social Media. Ja, und auch hier sehen wir, dass es natürlich da Übergänge gibt, in dem auch Fernsehsender auf Twitter aktiv sind und auch PolitikerInnen auf Twitter aktiv sind, aber gerade eben auf Social Media sind natürlich auch die Bürgerinnen und Bürger aktiv, vernetzen sich dort, tauschen sich aus,
nehmen durchaus auch kritisch oder affirmativ Stellung zur Politik. Wir finden dort solche Phänomene wie Shitstorms gegen PolitikerInnen oder gegen Institutionen, die auch durchaus eine gewisse politische Kraft entfalten können. Und wir müssen also gerade auch die Kommunikationsbedingungen des Internets und vor allem des Social Web mit berücksichtigen, wenn wir politische Kommunikation und politische Sprache im 21. Jahrhundert angemessen beschreiben wollen. Ja, und deswegen ist dieses Schaubild von Falke auch recht nützlich. Was macht man also in der Politolinguistik, wenn wir das beschreiben wollen? Da gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungsfeldern, und was ich Ihnen jetzt im Folgenden präsentiere, ist eine Aufzählung, sozusagen, es wird immer größer, der Untersuchungsgegenstand, und das auch zugleich sowas wie eine wissenschaftshistorische Rekonstruktion. Man hat angefangen mit der Untersuchung von Wörtern, ist dann übergegangen, dazu ganze Texte zu untersuchen, später dann ganze Diskurse, und neuerdings werden auch zunehmend Bilder in der Politolinguistik analysiert. Wir beginnen mit den Wörtern. Man hat angefangen mit lexikalisch-semantischen Untersuchungen. Welche politischen Schlagwörter gibt es eigentlich? Wie werden Metaphern in der politischen Sprache eingesetzt? Solche Fragen wurden dort gestellt. Und wir werden dazu auch nachher noch einiges besprechen. Man ist dann ein bisschen später dazu übergegangen, nicht nur sich Wörter anzuschauen, nicht nur nach der Lexik der politischen Sprache zu fragen, sondern auch bestimmte Text- und Gesprächssorten genauer in den Blick zu nehmen. Textlinguistik wurde wichtig, Gesprächslinguistik, indem man sich zum Beispiel politische Talkshows angesehen hat. Man kann Argumentationsanalysen vornehmen, Toposanalysen, wie sie in Wahlkampfdebatten oder auch in Plenardebatten vertreten werden, diese Topoi, und all dazu sind wichtige Arbeiten vorgelegt worden. Nochmals später dann ist man dazu gegangen, Diskursanalysen vorzunehmen. Was meint die Diskursanalyse? Das ist gewissermaßen nochmals eine Erweiterung von dem text- und gesprächslinguistischen Ansatz. Man schaut sich nicht mehr nur Einzeltexte an, sondern Diskurse, womit eine ganze Vielzahl von Texten, Gesprächen unterschiedlichster Gattungen gemeint ist, die sich mit einem bestimmten Thema beschäftigen. Wir haben in der Alltagssprache auch, reden wir zum Beispiel vom Klimadiskurs, ja, oder vom Migrationsdiskurs oder vom Energiediskurs, vom Corona-Diskurs, und da zählen dann alle Texte und Äußerungen dazu, die sich in irgendeiner Form aus einer politischen Perspektive mit diesem Thema beschäftigen. Dann zählen dann, bleiben wir beim Klimadiskurs, zählen Plenardebatten, die sich mit diesem Thema beschäftigen, genauso dazu wie das Grünen-Wahlprogramm, genauso wie die Plakate, die in Fridays for Future Demonstrationen hochgehalten werden, genauso wie Twitter-Beiträge von Fridays for Future-Aktivistinnen und die ganzen Replies. Und das Ganze macht dann eben einen Diskurs aus, und da schaut man dann zum Beispiel nach Metaphern, die sich da durchziehen, nach bestimmten Topoi, nach Argumentationsmustern und so weiter. Und schließlich, das ist das Neueste, was in letzten Jahren sehr intensiv gemacht wird, multimodale Analysen, dass wir uns anschauen, Text-Bild-Relationen, viel gemacht worden, schon lange ist zu Wahlplakaten, aber gerade wenn wir uns Social-Media-Kommunikation anschauen, Accounts von Parteien auf Facebook und so weiter, dann kommen wir nicht drum herum, auch Bilder mit zu analysieren. In Anlehnung an Sprechakte hat zum Beispiel Ulrich Schmitz von Bildakten gesprochen. Wir werden dazu nachher auch noch Beispiele sehen. Hier auch mal hier ein Beispiel dafür, wie Bilder eingesetzt werden können im politischen Diskurs. Sie kennen alle dieses Bild von Alan Kurdi, ein kleiner Junge, der bei der Flucht über das Mittelmeer ertrunken ist und dann an den Strand gespült wurde. Ganz berühmtes Foto, was von vielen Seiten genutzt wurde und auch teilweise für fremdenfeindliche Zwecke instrumentalisiert wurde. Und wenn es dann hier im öffentlichen Raum
angebracht wird, reproduziert wird, ist dann, das ist natürlich ein politischer Akt. Ja, ohne dass hier noch groß Worte verloren werden müssen, ist doch die Lesart relativ klar, dass es hier eine Protestaktion ist gegen die zu restriktive Migrationspolitik der Europäischen Union, die also leichtfertig in Kauf nimmt, dass Menschen ertrinken, nur um den eigenen Wohlstand zu schützen. All diese Dinge, so lässt sich das fortsetzen. Wenn Sie sich für solche Dinge interessieren, empfehle ich Ihnen sehr das Buch Bildproteste von Kerstin Schankweiler, eine Kunsthistorikerin und Professorin hier von der TU Dresden. Kleiner, schmaler Band, 60, 70 Seiten, für wenige Euro zu haben, wo sie sehr überzeugend analysiert, welche wichtige Rolle Bilder in der gegenwärtigen Politik spielen, und zwar gerade auch in ihrer digitalen Reproduzierbarkeit. Ne? Denn dieses Bild ist zwar an dieser einen Mauer in Frankfurt am Main, am Osthafen angebracht, ist aber natürlich daraufhin angelegt, dass es fotografiert wird und dann in den sozialen Medien weiter verbreitet wird. Und genau das ist auch passiert. Sogar auf der Wikipedia, wie Sie sehen können, in der Quellenangabe, ist es gelandet. Gut, das hier wollte ich Ihnen auch noch kurz zeigen, wenn wir in, ohne dass Sie sich das merken müssen, aber ich wollte es Ihnen einmal präsentiert haben, wenn wir im Deutschen von Politik sprechen, dann ist das ein mehrdeutiger Terminus. Im Englischen haben wir den Vorteil, dass wir hier drei verschiedene Termini haben, die jeweils unterschiedliches abdecken. Im Englischen unterscheiden wir zwischen Polity, Policy und Politics. Und all das wird im Deutschen durch Politik zusammengefasst, aber es ist sinnvoll, sich klarzumachen, dass es verschiedene Dimensionen gewissermaßen umfasst. Was wir im Englischen als Polity bezeichnen, wäre insgesamt die politische Ordnung in einem Land. Die Policy bezieht sich dann auf bestimmte Inhalte, bestimmte verschiedene Politikfelder. Wir haben Außenpolitik, Innenpolitik, wir haben sowas wie Klimapolitik, Familienpolitik, Bildungspolitik und so weiter, wo es also darum geht, bestimmte Felder auf eine bestimmte Art und Weise politisch zu gestalten. Und dann haben wir noch das, was Politics genannt wird, also einzelne politische Akteurinnen, die um Macht und Einfluss buhlen, die sich ganz gezielt positionieren, auch gerade im demokratischen Wettstreit, und die darauf abzielen, ihre eigenen Ziele politisch durchzusetzen. Ja, also all das kann gemeint sein, wenn wir von Politik sprechen, und überall haben natürlich auch, hat auch Sprache ihre Rolle und ihren Platz in diesen Dimensionen. Ja, aber das nur einmal kurz am Rande, ohne dass Sie sich das im Einzelnen merken müssen. Wenn wir politischen Sprachgebrauch uns anschauen, gerade in einer Mediendemokratie wie der unsrigen, kann man bestimmte Merkmale festhalten, die Sprachgebrauch auszeichnet. Das ist prototypisch gesehen, dass es mal mehr, mal weniger erfüllt sein kann, aber prototypischerweise ist politischer Sprachgebrauch ein öffentlicher Sprachgebrauch, der eine gewisse Öffentlichkeit anstrebt. Und wenn wir uns jetzt privat über rein private Dinge unterhalten, dann ist das nicht politisch. Politisch wird es dann entweder, wenn wir uns an eine große Öffentlichkeit richten und das für öffentlich relevant erklären, oder wenn wir über öffentlich relevante Gegenstände sprechen. Es ist häufig massenmedial vermittelt und hat zumindest die, ist klar daraufhin geöffnet, dass es in Massenmedien kommentiert, weiterverbreitet wird und so weiter. Und wir haben ganz klassisch auch eine Mehrfachadressierung. Ne? Wenn PolitikerInnen ihre politischen Gegner attackieren, dann immer auch in dem Wissen, dass das große öffentliche Auditorium gewissermaßen mithört. Wir haben als zweites Merkmalsbündel noch die Gruppenbezogenheit und die Repräsentanz. Also PolitikerInnen sprechen für ganze Gruppen, die sie repräsentieren, Parteien oder auch Bevölkerungsgruppen. Wir haben die Institutionengebundenheit, das heißt PolitikerInnen sind Mitglied des Bundestags oder anderer parlamentarischer Institutionen oder Mitglieder von NGOs oder Ähnliches.
Aber es gibt sowas wie Institutionen, die im Hintergrund stehen und die prägen Menschen in ihren Äußerungen. Auch hier können wir nochmal an Goffman denken mit seinem Author Principal Animator. Ne? Also denken wir an sowas wie Regierungssprecher oder auch Generalsekretäre, die nicht nur als Einzelperson, sondern immer auch im Namen der Partei zum Beispiel sprechen. Und schließlich Diskursgebundenheit. Damit ist gemeint, dass wir eine einzelne Äußerung, um sie in ihrem ganzen politischen Gehalt wirklich einordnen und verstehen zu können, müssen wir in den allermeisten Fällen uns die erweiterten Diskurse mit anschauen. Ja? Also ein einzelnes Protestplakat ist eben Teil des Klimadiskurses zum Beispiel und schöpft seine jeweilige Bedeutung aus diesem diskursiven Hintergrund, der von Rezipierenden mitgedacht wird und der auch von den ProduzentInnen sozusagen immer mit aktualisiert wird. Und gerade diese Diskursgebundenheit ist etwas, was wir besonders gut untersuchen können am Beispiel der politischen Schlagwörter. Ja? Und das ist auch der Bereich, der am frühesten das Interesse der Linguistinnen geweckt hat und wo es sehr viel Forschung zu gibt und bis heute wird zu den Schlagwörtern intensiv gearbeitet. Immer wieder aufs Neue kommen ja politische Schlagwörter auf und wie können wir jetzt linguistisch vorgehen, um die zu analysieren? Dazu möchte ich Ihnen von Heiko Gehrendt eine Einteilung des politischen Wortschatzes vorstellen. Also es ist immer hilfreich bei bestimmten Varietäten, die sich an Domänen und bestimmten Funktionen orientieren. Wir könnten auch Wissenschaftssprache oder Werbesprache untersuchen. Und jetzt so untersuchen wir also politische Sprache und das gibt immer auch einen bestimmten Wortschatz. Bestimmte Lexeme, die besonders typisch sind für diesen Bereich. Und dieser politische Wortschatz lässt sich nochmals genauer untergliedern nach Gehrendt. Wir haben zunächst sowas wie das Institutionsvokabular. Wir haben zum Beispiel eben sowas wie das Grundgesetz, womit genau dieser eine Text gemeint ist, der eben die Verfassung unserer Republik ist, sozusagen wirklich das fundamentelle Substrat unserer politischen Ordnung. Wir haben dann aber auch eher spezialisiertes Vokabular, sowas wie Überhangmandat. Ja, wir alle mussten das damals im Politikunterricht in der Schule lernen, was eigentlich ein Überhangmandat ist. Ja, Sie wissen das, das ist, hängt damit zusammen, dass wir Erst- und Zweitstimme haben und je nachdem, wie dort die Verteilungen sind, kann es manchmal zu Überhangmandaten kommen, was dann Auswirkungen hat auf die Zusammensetzung des Bundestags. Ja? Aber darum soll es nicht gehen. Es soll zunächst mal darum gehen, dass es hier ein bestimmtes Lexem gibt, was ganz präzise platziert werden kann in der Institution Bundestag. Wir haben dann sowas wie das Ressortvokabular, das ist nochmals spezialisierter. Wir haben sowas wie EU-Investitionsfonds, wir haben Sonderabschreibung. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was das genau ist, ja? Aber dass es politische Fachbegriffe sozusagen sind, das weiß ich wohl. Und das hat irgendwas auch mit Finanzpolitik zu tun. So viel ist mir wohl klar. Dann haben wir noch, und das jetzt wird es interessant, das Ideologievokabular. Das ist sozusagen auf der anderen Seite der Skala. Das Ressortvokabular ist ja extrem spezialisiert. Da braucht man sehr viel Fachkenntnis, um überhaupt zu verstehen, was das ist. Mit Freiheit, Solidarität und Sozialismus können wir alle irgendwie was anfangen. Aber was sie genau bedeuten, ist nochmal eine ganz andere Frage und vor allem ist es auch durchaus ideologisch geprägt. Na? Und dieses Ideologievokabular wollen wir uns nachher genauer anschauen. Noch als Viertes unterscheidet Gehrendt hier das Interaktionsvokabular, wo wir bestimmte politische Handlungen ganz allgemein und losgelöst von Inhalten genauer beschreiben. Das, was PolitikerInnen eben tun, sie handeln Kompromisse aus, sie haben, wenn sie Pech haben, Affären, sie dementieren irgendwelche Dinge, Presseberichte oder ähnliches und auch das macht politisches Handeln aus und dafür gibt es sozusagen, also Kommunikationsverben könnte man sagen, eine kommunikationsbezeichnende Ausdrücke für politisches Handeln und Interagieren.
Gut, aber wir gehen jetzt mal zum Ideologievokabular. Denn im Kern des Ideologievokabulars stehen also das, was wir Schlagwörter nennen. Was zeichnet Schlagwörter aus? Schröter hat es so formuliert, Schlagwörter sind Wörter, die sehr häufig gebraucht werden von einzelnen Parteien oder auch von allen Parteien und die auch in der Lage sind, kondensiert ganze Programme zusammenzufassen. Also die man sich eben wie Schlagwörter auf eine Fahne schreiben kann und wir sind die Partei der Freiheit, ja, oder wir treten ein für Solidarität, Ähnliches. Sie drücken Einstellungen aus oder provozieren Einstellungen, also affirmativ oder auch kritisch, ne? Also nicht alle Parteien verhalten sich affirmativ bejahend zu Sozialismus. Es ist auch manchmal genau das Gegenteil, eher ein Schreckbild, was gezeichnet wird. Und wir sehen also, dass Schlagwörter auch gruppenspezifisch oder aber gruppenübergreifend sein können. Manche Schlagwörter gelten nur für einzelne Parteien und andere hingegen sind generell wichtige Schlagwörter überhaupt für jeden politischen Akteur, für jede politische Akteurin. Und ich zeige Ihnen mal eine Reihe von möglichen Kandidaten für Schlagwörter. Eine wilde Auswahl aus dem mehr oder minder aktuellen politischen Diskurs. Wir finden sowas wie die multikulturelle Gesellschaft, was ein Schlagwort ist aus den 80er Jahren, was inzwischen fast verschwunden ist. Die einzigen, die es noch verwenden, ist eigentlich die AfD, aber hier gerade nicht affirmativ bejahend, wie es ursprünglich entstanden ist, sondern quasi als Schreckbild, ja, meistens auch nur in der Abkürzung Multikulti. Ne? Das war auch damals durchaus was Positives, vor allem bei den Grünen, und ist aber heute sozusagen die Dystopie in den Augen der RechtspopulistInnen. Wir haben sowas wie Globalisierung, Populismus, Freiheit, Identität, Leitkultur, Heimat, Neoliberalismus. Sie können aber alle mal überlegen, sind das Ausdrücke, die der Bezeichnung des eigenen Programms dienen oder eher Fremdbezeichnungen? Meinungsmache, Sie erinnern sich vielleicht an Rezo mit seinem Video Die Zerstörung der CDU, wo damals Karrenbauer gesagt hat, das sei Meinungsmache, dieses Video, und das würde den Wahlkampf manipulieren, und das ein Video eines Influencers als Meinungsmache zu bezeichnen, ist natürlich auch ein politischer Akt, ja, weil damit auch eine Negativbewertung mitgeliefert wird. Ja? Freiheit ist etwas, dazu müssen sich wahrscheinlich alle Parteien bekennen. Aber wie genau sie das tun, da wird es dann nochmals jeweils parteipolitisch divers. Gut, man könnte die Liste beliebig ergänzen. Wir versuchen mal Ordnung zu schaffen. Denn der bekannte Girnd, hat vorgeschlagen, vier Typen von Schlagwörtern zu unterscheiden. Wir haben Hochwertwörter, Unwertwörter, Fahnenwörter und Stigmawörter. Wir können es als Kreuzklassifikation vorstellen. Wir haben jeweils positiv und negativ bewertet. Positiv sind Hochwertwörter und Fahnenwörter. Negativ bewertete Wörter sind Unwertwörter und Stigmawörter. Und die unterscheiden sich dann jeweils nochmal dadurch, ob sie gruppenübergreifend oder gruppenspezifisch sind. Hochwertwörter sind also Wörter, die allgemein positiv bewertete Zielvorstellungen bezeichnen. Alle Parteien bekennen sich zur Demokratie. Ja? Jede tut es auf ihre Art und Weise und versteht darunter noch mal was anderes, aber zunächst mal bekennen sich alle dazu. Sogar die NPD tut es auf eine bestimmte Art und Weise. Und auch zur Freiheit. Es gibt keine Partei, die sagt, wir wollen keine Freiheit. Wir möchten die Freiheit gerne abschaffen. Alle wollen sie Freiheit. Was darunter zu verstehen ist, da wird es dann interessant. Unwertwörter ist das Gegenstück dazu. Alle sind sie gegen Armut, alle sind sie gegen Diktaturen. Was hingegen genau unternommen werden soll und wo genau Diktatur anfängt, sind also Corona-Maßnahmen schon Diktatur oder nicht?
das sind dann die politischen Details. Bei Fahnenwörter hingegen, das sind jetzt nun Wörter, die sind gruppenspezifisch, wo wir die eigene Position positiv bewerten. Also wenn wir gruppenintern kommunizieren, dann ist es positiv. Obergrenze, die CSU fordert immer die Obergrenze für Migration und verspricht ihren Wählerinnen und Wählern, dass sie sich dafür einsetzen werden. Die Grünen setzen sich für den Atomausstieg ein, die Willkommenskultur wird hochgehalten, gerade auch von den Linken. Und was den einen ein Fahnenwort ist, ist natürlich den anderen ein Stigmawort. Das sind Wörter, die eine fremde Position negativ bewerten sollen. Die AfD spricht gerne von Altparteien und meint damit alle anderen außer sich selbst. Und das ist natürlich ein abwertender Begriff. Altparteien im Sinne von die Überkommenen, die Festgefahrenen, die Eingekrusteten. Wir hingegen, sagen sie, wir sind die Alternative. Ja? Neoliberalismus, auch interessant. Niemand nimmt für sich selbst in Anspruch, neoliberal zu sein. Das ist immer nur eine abwertende Fremdbezeichnung. Gerade die FDP wird von den Linken zum Beispiel als neoliberal bezeichnet. Staatsreligion ist auch interessant. Niemand fordert selbst für sich ein, eine Staatsreligion zu sein, aber den Grünen wird vorgeworfen, dass sie zum Beispiel Klimaschutz zur Staatsreligion erheben wollen. Ja? Und Obergrenze ist eben, und Willkommenskultur sind eben für die einen Fahnenwörter, für die anderen wiederum Stigmawörter. Ne? Und wir sehen also, wir sind hier mitten in Bedeutungsaushandlungen, die sehr konflikthaft ablaufen können, und man nennt das auch semantische Kämpfe, denn wir sehen, Schlagwörter sind nicht als solche schon Schlagwörter, sondern sie werden natürlich zu Schlagwörtern gemacht. Im Gebrauch, in der politischen Auseinandersetzung werden sie zu Schlagwörtern, und zwar erkennen wir das daran, dass sie eben häufig umkämpft sind. Und wir haben zwei Typen semantischer Kämpfe. Sie sehen, heute gibt es sehr viele Unterscheidungen und Taxonomien. Klein unterscheidet in einer berühmten Unterscheidung zwischen diesen beiden Typen. Wir haben Bezeichnungskonkurrenz und wir haben Bedeutungskonkurrenz. Bezeichnungskonkurrenz heißt also, wir haben ein Phänomen, ein Sachverhalt, und die politische Auseinandersetzung handelt sich darum, wie wir das eigentlich bezeichnen wollen. Sprechen wir von einem Stabilisierungseinsatz oder sprechen wir von einem Krieg, der am Hindukusch geführt wird? Nennen wir die Rebellen in Syrien Freiheitskämpfer oder nennen wir sie Terroristen? Ja? Nennen wir die Querdenker Schwurbler, Chaoten und so weiter, oder nennen wir sie sowas wie rechtschaffende Bürger, die sich für die Freiheit einsetzen? Ja? Ganz unterschiedliche politische Programme kommen damit zum Ausdruck, je nachdem, wie wir etwas bezeichnen. Bedeutungskonkurrenz hingegen ist anders. Da ist der Ausdruck der Feststehende. Alle fordern wir Freiheit, alle beziehen wir uns positiv auf Freiheit. Aber was die Linken unter Freiheit verstehen, ist was anderes, als was die FDP unter Freiheit versteht. Bei den Linken ist Freiheit in erster Linie Freiheit von Not und Unterdrückung. Das soll der Staat gewährleisten. Bei der FDP heißt Freiheit vor allem Freiheit von staatlicher Kontrolle. Und das ist das oberste Gut. Und das ist nicht miteinander verträglich, ne? Denn die Linken würden sagen, wir müssen eben dafür sorgen, dass die Menschen frei von Not und Unterdrückung leben können. Und dafür muss der Staat mit vielfachen Rechten ausgestattet werden, muss auch eingreifen, muss enteignen und Ähnliches, damit letztlich das Kapital gleich verteilt werden kann in der Gesellschaft. Und die FDP sagt, nein, nein, das muss gerade runtergefahren werden. Ne? Und das wäre ein klassischer Fall von Bedeutungskonkurrenz. Und wie sehr sich wirklich Sprache und oder wie sehr sich politisches Handeln, politischer Streit wirklich an Begriffen entzünden kann, an einem, wie sehr es wirklich ein Streit um Worte sein kann, sieht man an diesem Beispiel. SPD lehnt Begriff Transitzentren ab, wurde hier mal auf welt.de getitelt. Transitzentren, das damit war damals gemeint, solche Lager, wie andere sagten, ja, aus dem anderen politischen Lager, also solche Zentren,
Bereiche oder Heime, wo Flüchtlinge, ja, wie soll man das neutral benennen, wo Flüchtlinge sich aufhalten mussten. Und diese Internierungslager, wie andere gesagt haben, wurden von der CDU als Transitzentren bezeichnet. Und die SPD hat diesen Begriff abgelehnt. Wohlgemerkt nicht so sehr die Institution selbst, also dafür diese Lager zu errichten. Waren sie überhaupt nicht dagegen, sie waren nur dagegen, das ganze Transitzentren zu nennen. Was ja auch ein himmelschreiender Euphemismus ist, weil damit, es waren ja letztlich doch Festsetzungslager. Wo die Rückführung vorbereitet werden sollte oder die Verteilung, ja, und Transitzentren, das klingt doch irgendwie sehr, als seien die also auf der Business-Durchreise, aber das am Rande. Schauen wir uns mal nochmal einem anderen Beispiel an, Sozialismus. Sozialismus ist ein klassisches politisches Schlagwort. Alle Parteien nehmen darauf in irgendeiner Form Bezug. Bei der CDU im Wahlprogramm sehen wir das hier. 2013 hatten sie formuliert, der Osten unseres Landes leidet noch immer an der Zerstörung seiner wirtschaftlichen Leistungskraft durch den Sozialismus. Hier meint Sozialismus also speziell den Sozialismus als politisches System der DDR. Ja, etwas, was historisch vergangen ist und was ganz klar angegliedert wird an dieses eine Regime. Die Linke formuliert so, wir wollen einen demokratischen, freiheitlichen, ökologischen, lustvollen Sozialismus gestalten. Also hier ist Sozialismus gerade nicht gekoppelt an DDR, sondern es ist generell eine politische Zielvorstellung, die hier auch mit Werten belegt wird. Ein demokratischer Sozialismus wäre für die CDU als solches schon ein Widerspruch. Und der dann auch belegt wird in solchen Wörtern wie freiheitlich, ökologisch und sogar lustvoll. Die SPD ist in der Zwickmühle, dass sie einerseits sich zum Sozialismus bekennen muss, denn sie ist ja die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, aber vertritt also einen demokratischen Sozialismus, ja, und muss sich aber zugleich eben auch vom Kommunismus in der DDR abgrenzen. Und sie löst dieses Dilemma, indem sie vom Staatssozialismus spricht, um den Sozialismus der DDR zu bezeichnen, und davon losgelöst eben den eigenen demokratischen Sozialismus trotzdem fordern zu können. Die FDP, können Sie sich unschwer denken, muss sich auch abgrenzen vom Sozialismus. Sie ignoriert ihn weitestgehend. Nur eine Stelle habe ich gefunden, FDP-Grundsatzprogramm, wo sie formulieren, die Absage an geistiges Eigentum ebnet den Weg in einen Sozialismus geistiger Leistungen zum Schaden aller Beteiligten. Also hier ist es nur metaphorisch verwendet, aber ganz klar eindeutig negativ wertend. Also um etwas als schadenbringend zu bezeichnen, wird hier die Metapher des Sozialismus gewählt. Und damit wird ja implizit auch deutlich, wie sie inhaltlich zum Sozialismus stehen. Ja, und so können wir uns anschauen, wie in der politischen Auseinandersetzung wir hier einen semantischen Kampf haben. Hier sehen wir ganz klar Bedeutungskonkurrenz. Anderes Beispiel, Guido Westerwelle hat mal ein Positionspapier geschrieben für die freie und faire Gesellschaft, wo er sagt, der Verteilungsstaat erhob Gleichheit und soziale Gerechtigkeit zum obersten Prinzip. Und Gleichheit und soziale Gerechtigkeit, dagegen kann man eigentlich schwer sein. Man kann sich schlecht gegen Gleichheit positionieren. Man kann schlecht Ungleichheit fordern. Das funktioniert nicht. Ja? Dann wird man Widerspruch ernten. Wie macht Westerwelle das? Er assoziiert Gleichheit mit Gleichmacherei. Etwas, was ganz klar negativ bewertet wird und sagt, das wird gleitet schleichend dahin ab. Und dem müssen wir was entgegensetzen. Wir müssen dem im Prinzip entgegenhalten, was wieder auf Fairness setzt. Ja, und so sagt er dann am Ende, wir machen den Weg frei von der gleichen zur fairen Gesellschaft. Wenn wir uns jetzt unabhängig davon fragen wollten, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Gleichheit und Fairness, dann würden wir wahrscheinlich vielleicht gar keinen Unterschied sehen, sondern der wird erst ganz geschickt konstruiert in diesem Positionspapier. Ja, und auch das ist eine Form von semantischem Kampf.
Nochmals ein anderes Beispiel, Energiewende. Energiewende ist ein ganz interessantes Wort, was Angela Merkel tatsächlich geprägt hat. Sehr geschickter Schachzug, weil hier, also das war ja nach Fukushima, der Atomkatastrophe in Japan, wurden dann die Atomkraftwerke sollten abgeschaltet werden und also der Atomausstieg seit jeher eine der zentralen politischen Forderungen der Grünen und eine Partei kann nicht einfach so die politischen Forderungen des Gegners für sich übernehmen. Das funktioniert nicht. Man muss das geschickter anstellen. Angela Merkel hat das so angestellt, indem sie das politische Ziel zwar übernommen hat, aber mit einem alternativen Terminus versehen hat, nämlich dem der Energiewende. Und damit natürlich auch vielfältige Assoziationen aufgerufen hat. Wende, denkt man an den ganzen Wendediskurs, Zusammenbruch der DDR und so weiter, sehr positiv bewertetes Wort. Und so konnte dann auch dieses Ziel entsprechend plausibilisiert werden. Und es ist interessant, sich anzuschauen, wie das Wort Energiewende von den einzelnen Parteien verwendet wird. Dazu habe ich in den Bundestagsplenarprotokollen nachgesehen, denen wir schon vielfach in dieser Vorlesung gearbeitet haben. Nämlich die Grünen sagen hier, wer sich gegen die Energiewende stellt, wer sich gegen eine zukunftsfähige Wirtschaft stellt, wer sich gegen den Schutz unserer Heimat stellt, der stellt sich gegen die Menschen in unserem Land. Also ganz geschickte Verkettung und somit auch implizite Gleichsetzung von Energiewende, zukunftsfähiger Wirtschaft, Schutz unserer Heimat und irgendwie für Menschen, Menschlichkeit und so weiter. Und das wird hier sozusagen auf eine Stufe gestellt und wer sich gegen das eine wendet, wendet sich auch gegen alles andere. Die Linke bringt nochmal einen ganz anderen Twist rein, wenn sie sagen, Klimagerechtigkeit bedeutet, dass sich die Industrie an den Kosten für die Energiewende beteiligt. Statt ihr Milliarden an Stromrabatten hinterherzuwerfen, bezahlt von Privathaushalten, muss dafür gesorgt werden, dass niemand mehr wegen Energiearmut im Dunkeln sitzt. Interessant, ne? Denn hier haben wir plötzlich, dass vor allem die Kosten von der Energiewende betont werden. Also gar nicht mal so sehr der Nutzen und die Wirtschaftskraft, die damit, das Innovationspotenzial, das wird hier nicht hervorgehoben, sondern hier geht es vor allem um die Kosten. Wir können auch sagen, dass die Energiewende hier ganz anders geframed wird, indem andere Leerstellen aufgerufen entsprechend auch gefüllt werden. So können wir das auch bezeichnen, ja, mit Rabatten und es geht auch um Armut, ne? Energiearmut heißt also, wenn Menschen nicht genügend Geld haben, um die Stromkosten zu bezahlen. Die AfD nochmal macht es ganz anders, wenn sie sagt, sie alle haben sich der Klimaschutzideologie verschrieben und ohne Rücksicht auf Verluste die Energiewende durchgedrückt. Damit werden Heimatmärkte zerstört, mit der Folge, dass ein traditionsreiches deutsches Unternehmen nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Also hier werden zwei Dinge adressiert. Erstens, Energiewende sei eine Ideologie, etwas, was dann nur mit ideologischem Furor durchgedrückt, oktroyiert wird, übergestülpt wird und es werden vor allem die negativen Folgen hervorgehoben. Andere negative Folgen, als es bei der Linken ist. Die Linken bekennen sich im Prinzip dazu, sagen aber, das muss halt gut verteilt werden und auch die Industrie muss sich beteiligen. Und hier werden einfach nur die negativen Folgen betont, wenn Heimatmärkte zerstört werden, Wettbewerbsfähigkeit wird verhindert und so weiter. Also wir sehen hier, auch hier wird dieser Ausdruck der Energiewende von Angela Merkel eingebracht, einem geschickten Schachzug. Zudem müssen sich alle Parteien verhalten und alle versuchen, diesen Ausdruck nochmals eine andere Bedeutungsnuancen mit auf den Weg zu geben, um sich damit auch auf eine bestimmte Art und Weise politisch zu positionieren in ihrer Verwendung dieses Schlagwortes. Gut, und was wir jetzt bei der
AfD gesehen haben mit Klimaschutzideologie und ohne Rücksicht auf Verluste, das sind typische populistische Argumente. Und deswegen möchte ich davon ausgehend jetzt genauer auf Populismus eingehen. Was ist Populismus? Ganz schwierige Frage, über die sich viele Menschen den Kopf zerbrechen. Wichtig ist, mit Karin Priester darauf hinzuweisen, dass Populismus ein Relationsbegriff ist. Also wir können gut bestimmen, was grüne Politik auszeichnet. Da ist der Kerngedanke ist Klimaschutz, Umweltschutz und auch sowas wie progressive gesellschaftliche Werte, wie Gleichberechtigung von Frauen, von Homosexuellen, von Transgender und so weiter und so fort. Genauso können wir auch bei der FDP sowas wie einen Markenkern erkennen. Bei Populismus ist es schwierig. Populismus lässt sich immer nur definieren in Abgrenzung zu gewissen Feindbildern. Das meint Relationsbegriff. Und es funktioniert typischerweise so, dass sich Populistinnen, und daher kommt der Terminus, als wahre Vertreter des Volkes stilisieren und sie müssen sich abgrenzen von den sogenannten Eliten. Die Altparteien, die Etablierten, wo sie sagen, die sind korrupt, die sind nur machtbeflissen, die sind viel zu sehr in diesem politischen Filz drin verstrickt und wissen gar nicht mehr, was die einfachen Bürger bewegt. Wir wissen das und darum müssen wir an die Macht kommen, um endlich wieder dem Volk zur Stimme und zu ihrem Recht zu verhelfen. Ja? Also dieses mit Volkes Stimme sprechen ist hier ganz wichtig. Wichtig ist auch, dass Manipulationszusammenhänge konstruiert werden. Es wird typischerweise gesagt, denken Sie nochmal zurück an das Beispiel von gerade, die Klimaschutzideologie wird hier durchgedrückt und die öffentliche Meinung wird manipuliert. Es gibt sowas wie Staatsmedien und Staatsfunk, Lügenpresse und so weiter. Also es gibt gar keine echte Meinungsfreiheit mehr, sondern da gibt es so einen schmalen, kleinen Zirkel an Mächtigen, die bestimmen, was gesagt werden darf und was nicht. Das sind diese Manipulationszusammenhänge, die immer wieder behauptet und konstruiert werden. Und Populistinnen positionieren sich dem gegenüber als die Beschwerdeführer. Wir lehnen uns auf, wir sorgen dafür, dass man endlich wieder die Wahrheit sagen darf und wir nehmen dafür auch in Kauf, dass Tabus gebrochen werden, die Tabus, die den Menschen unfairerweise und unbotmäßigerweise Maulkörbe überstülpen. Mit diesem Habitus treten PopulistInnen auf. Und bei Rechtspopulismus kommt noch etwas Drittes dazu, dass das häufig verbunden wird mit nationalen Reinhaltungsideologien und einem zutiefst fremdenfeindlichen Vokabular. Denken wir an Alice Weidel mit ihrer Rede von den Messermännern und den Kopftuchmädchen und Ähnliches. Wir hatten es in einer Vorlesung von den sogenannten Flüchtlingen, man also den Flüchtlingen ihren Flüchtlingsstatus abspricht und sie zu Betrügern, pauschal zu Betrügerinnen und Betrügern erklärt. All das spielt hier also mit rein. Wir haben also eine doppelte Abgrenzung, einmal nach oben hin zu den Eliten und sozusagen nach außen hin zu den Fremden. Und um sich so populistisch zu präsentieren und so zu agieren, suchen Populistinnen ganz systematisch die Grenzen des Sagbaren auf. Echte Grenzen des Sagbaren, in denen Tabus gebrochen werden. Es gibt bestimmte Tabus in unserem Land, zum Beispiel die Holocaust-Leugnung und Ähnliches. Und da wird immer wieder sozusagen gezielt, zumindest ein Stück weit dagegen verstoßen, ja, oder zumindest werden diese Grenzen aufgesucht. Oder auch vermeintliche Grenzen des Sagbaren, dass behauptet wird, man dürfe ja gar nicht mehr sich negativ äußern über die israelische Politik. Zum Beispiel, oder es wird gesagt, man dürfe ja gar nicht mehr überhaupt Aussagen treffen über Afrikanerinnen und Afrikaner. Es wird behauptet, man müsse jetzt gendern, sonst würde man sofort für mundtot erklärt, was ja alles überhaupt nicht stimmt. Ja, aber es wird behauptet, dass es hier Grenzen des Sagbaren gibt, gegen die man dann gezielt übertritt.
und sich dann als Tabubrecher stilisieren kann. Das sind in aller Kürze rechtspopulistische Strategien. Ich möchte nochmals erinnern an diese Übersicht aus der Vorlesung Einführung in die Korpuslinguistik 2, die das Keyword-Profil der AfD. Hier sehen wir mit angeblich und sogenannten Anführungszeichen genau, also zwei oder drei sprachliche Marker, die genau auf diese Manipulationszusammenhänge hinweisen. Ne? Es wird immer wieder gesagt, der angebliche Klimawandel zum Beispiel, ja, oder die sogenannten Flüchtlinge, wo behauptet wird, womit suggeriert wird, dass das Lügen sind und dass es da sozusagen eine verschworene Politkaste gibt oder ähnliches, die dafür sorgen, dass die Bevölkerung in dem Glauben gelassen wird, es gäbe so etwas wie Klimawandel, und das wird markiert durch so Ausdrücke wie angeblich und sogenannt, und die sind hier, wie gesagt, auch korpuslinguistisch nachweisbar typisch für die AfD-Reden. Schauen wir uns nochmal ein anderes Beispiel an von Frohnmeier, ein AfD-Politiker, der 2016 in einer Wahlkampfrede in Thüringen, glaube ich, das hier gesagt hat: Ich sage diesen linken Gesinnungsterroristen, diesem Parteienfilz ganz klar, wenn wir kommen, dann wird aufgeräumt, dann wird ausgemistet, dann wird wieder Politik für das Volk und nur für das Volk gemacht, denn wir sind das Volk, liebe Freunde. Martin Reisiegel, mein geschätzter Kollege von der Universität Wien und übrigens auch der Zweitbetreuer meiner Doktorarbeit, er hat einen berühmten Aufsatz geschrieben, dem Volk aufs Maul schauen, nach dem Mund reden und Angst und Bange machen, indem er 10 rhetorische Prinzipien des Rechtspopulismus unterschieden hat. Und ich möchte hier mal 5 herausgreifen, die wir hier besonders deutlich sehen in diesem kurzen Auszug. Es gibt eine ganz klare Freund-Feind-Dichotomisierung. Es ist also ganz klar verteilt, wer sind die Guten, wer sind die Bösen, die linken Gesinnungsterroristen und diesem Parteienfilz, also eigentlich alle anderen, die sind die Feinde und wir hingegen, wir sind die, die auf der Seite des Volkes sind und alle anderen sind eben letztlich gegen das Volk. Das ist natürlich eine himmelschreiende Komplexitätsreduktion, aber das ist typisch für rechtspopulistische Beiträge, dass Schwarz-Weiß-Malerei betrieben wird, reinster Sorte. Wir haben ja sowas wie kein Blatt vor dem Mund nehmen, also ein gezielt derber Sprachgebrauch, sowas wie aufräumen, ausmisten, diesem Parteienfilz und ähnliches. Die haben eine Erlösungsverheißung, auch das finden wir, konnte man auch schon bei Jörg Haider beobachten, dass also gesagt wird, wenn ihr uns wählt, dann wird wieder Politik für das Volk gemacht. Interessant ja übrigens auch, als ob das jetzt nicht so wäre. Hiermit wird ja präsupponiert, wie wir sagen könnten, oder suggeriert, dass jetzt gerade keine Politik für das Volk gemacht wird, sondern eigentlich Politik für jemand anderen und die AfD verheißt eben, dass dann damit radikal aufgeräumt würde. Das hat bisher die Geschichte gezeigt, dass noch keine Partei so einen radikal anderen Weg verfolgen konnte, wenn sie denn mal an der Regierungsmacht war. Deswegen muss man das kritisch beurteilen. Aber das hindert natürlich die AfD überhaupt nicht daran, sich trotzdem so zu gerieren. Und wir haben als letzten Punkt das, was man kalkulierte Ambivalenz nennen könnte. Und das möchte ich anhand eines Beispiels noch näher zeigen. Na, ich muss mal kurz hier den Sound richtig einstellen, dass Sie das auch hören können. Multi-Ausgangsgerät. So, Entschuldigung. Und zwar möchte ich Ihnen ein Beispiel zeigen von dem Kongress der Jungen Alternative. 2018 war es, als Alexander Gauland eine berühmte Rede gehalten hat mit diesem Auszug. Hören Sie mal rein. Wir haben eine ruhmreiche Geschichte. Daran hat vorhin Björn Höcke erinnert. Und die, liebe Freunde, dauerte länger als die verdammten 12 Jahre. Und nur wenn wir uns zu dieser Geschichte bekennen, haben wir die Kraft, die Zukunft zu gestalten.
ja, wir bekennen uns zu unserer Verantwortung für die 12 Jahre. Aber, liebe Freunde, Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahre erfolgreicher deutscher Geschichte. Okay, an diesem Schlusssatz werden Sie es hoffentlich erkannt haben. Die berühmte, berüchtigte, für einen Riesenskandal sorgende Vogelschissrede. Und das ist interessant. Gucken wir es uns nochmal an. Dann wird also zuerst gesagt, wir haben eine ruhmreiche Geschichte, ja, und alles ist ganz toll gewesen. Dann kam eben dann leider dieser Hitler. Es wird übrigens nie vom Nationalsozialismus gesprochen, sondern immer nur von den 12 Jahren, was, wenn Sie sich Texte anschauen aus den 50er Jahren, eine ganz klassische Chiffre ist für ehemalige Nazis, die sich irgendwie neu positionieren mussten im demokratischen Staat, die auch immer nur umschreibend von den 12 Jahren gesprochen haben, aber das nur am Rande. Das Entscheidende ist jetzt hier die Formulierung, Hitler sind nur ein Vogelschiss. Und dieses nur ein Vogelschiss hat für große, große Skandale gesorgt, zu Recht, als eine Bagatellisierung. Denn wir haben ja die Redewendung, ein Vogelschiss steht sogar im Duden, dass das eine Kleinigkeit sei, wenn etwas es ist nur ein Vogelschiss, wird etwas als eine nicht weiter zu berücksichtigende Kleinigkeit bezeichnet, metaphorisch so gerahmt. Und das kann also nicht die eigentliche ruhmreiche deutsche Geschichte überdecken. Das hat, wie gesagt, für entsprechende Aufruhr gesorgt im öffentlichen Diskurs. Und Alexander Gauland hat sich dann daraufhin bemüht sich daraufhin genötigt gesehen, nochmal Stellung zu nehmen. Das möchte ich Ihnen vorspielen. Ich habe in einer Rede vom 2. Juni 2018 vor dem Bundeskongress der Jungen Alternative meine tiefste Verachtung für den Nationalsozialismus mit einem Sprachbild zum Ausdruck gebracht, das für Missverständnisse sowie Missdeutung gesorgt hat. Vogelschiss ist und bleibt für mich der letzte Dreck. Ein kreatürlicher Auswurf, mit dem ich den Nationalsozialismus verglichen habe. Ich muss aber zur Kenntnis nehmen, dass viele in dem Begriff eine unangemessene Bagatellisierung gesehen haben. Nichts lag mir ferner, als einen solchen Eindruck entstehen zu lassen, was sich aus dem übrigen Teil der Rede auch zweifelsfrei ergibt. Die entstandene Wirkung bedauere ich. Niemals war es meine Absicht, die Opfer dieses verbrecherischen Systems zu bagatellisieren oder gar zu verhöhnen. Okay, gucken wir es uns nochmal an. Der Kernsatz, auf den ich mich beziehen möchte, ist hier: Vogelschiss ist und bleibt für mich der letzte Dreck, ein kreatürlicher Auswurf, mit dem ich Nationalsozialismus verglichen habe. Was wir hier haben, ist wirklich ein Musterbeispiel für das, was wir als kalkulierte Ambivalenz bezeichnen können. Das ist ein Ausdruck, der mehrdeutig ist, der sich in vielerlei Richtungen lesen lässt. Und im Kontext ist es relativ klar, wie er zu verstehen ist. Und entsprechend waren auch die Jubelschreie bei der Rede. Also ja, endlich, also Schluss, wir müssen einen Schlussstrich ziehen. Immer diese Erinnerungskultur, immer werden wir gezwungen, uns zu schämen, uns zu erinnern an die Verbrechen im Nationalsozialismus, haken wir es ab und besinnen uns auf die Stärken unseres Volkes. Und genauso ist es auch im Saal rezipiert worden. Wenn man ihn dann aber daraufhin festlegt in der politischen Auseinandersetzung, kann er sich dann zurückziehen auf die andere Lesart. Und hier ist also ein Ausdruck gewählt worden, der ambig ist, der ambivalent ist, und im Zweifel kann man sich dann auf eine harmlosere Lesart zurückbeziehen und behaupten, das habe ich gemeint. Ja? Ich persönlich kaufe ihm das nicht ab. Ich glaube, er hat genau vorher gewusst, welches Tabu er bricht, und hat das vorher genauestens kalkuliert und hat auch sogar mit einkalkuliert, wäre meine These, und hat das im Vorhinein so geplant,
dass er dann im Anschluss auf genau diese Art und Weise zurückrudern kann. Ja, indem er behaupten kann, nichts lag mir ferner, als einen Eindruck entstehen zu lassen, entstandene Wirkung bedauere ich und so weiter. Schauen wir uns nochmals an, wie das Ganze in Social Media aussah. Das ist nämlich interessant. Wir können sehen, dass der allererste Tweet, in dem überhaupt das an die Öffentlichkeit ging, wenige Minuten nach der Rede, hat die Deutsche Welle hier das getwittert. Hitler und die Nationalsozialisten sind nur ein Vogelschiss in 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte, sagt AfD Alexander Gauland. Also das entscheidende Zitat hier rausgegriffen. Annegret Kamm-Karrenbauer hat daraufhin diesen Tweet retweetet. Sie sehen es hier ein paar Minuten später, 12.50, 13.26, hat das Ganze mit einem Drüko, also drüber kommentiert, hat das Ganze dann zugespitzt und hat ihre Lesart hier entfaltet. 50 Millionen Kriegsopfer, Holocaust, totaler Krieg sind also nur ein Vogelschiss. So sieht die Partei hinter bürgerlicher Maske aus. Also hat diese Lesart hier in den Vordergrund gerückt und relevant gesetzt. Andere hingegen haben das ganz anders gelesen. Ja? Die haben sich dann eher auf die Lesart zurückgezogen, die Gauland selber dann später als die Präferierte behauptet hat. Stimmt doch, in 1000 spielte Hitler 12 Jahre eine kriminelle Rolle, 12 Jahre von 1000 Jahren, also wirklich nur eine Kleinigkeit, und zwar eine schmutzige Kleinigkeit und dann der klassische Whataboutism, wie wir das nennen. Man soll sich doch lieber über Despoten wie Erdogan und so weiter aufregen. Wir können also gerade in Social Media sehen, wie diese kalkulierte Ambivalenz sich auswirkt und wie die Kalkulation auch gewissermaßen aufgeht in den Resonanzen, die es findet, gerade auf Twitter und Facebook und so weiter. Und deswegen ist es insgesamt wichtig, sich Social Media nochmal anzuschauen. Denn da gibt es auch ganz klare Zahlen zu. Keine Partei ist so erfolgreich auf Social Media wie die AfD, hat mit Abstand die meisten Followerinnen und Follower auf Twitter und auf Facebook und haben es am ehesten verstanden, wie man über diese neuen Medien Politik machen kann. Ganz typisch sind hier solche Sharepics, die wir bei der AfD finden. Ich möchte jetzt keine vertiefte Analyse hier vorlegen, aber Sie sehen hier Diversität, also ein positives Schlagwort, Fahnenwort der Linken und vor allem der Grünen, ja, die also für sexuelle Vielfalt der Geschlechter, überhaupt eine Vielfalt in der Gesellschaft eintreten. Und das Ganze wird hier verballhornt, indem gefordert wird, dass auch bei Autos, dort soll Diversität erhalten bleiben. Sprich, Oldtimer sollen nach wie vor fahren dürfen, was die Grünen mit ihrem Klimahammer angeblich verhindern, abschaffen wollten. Genauso heißt es hier, GEZ, Instagram-Kanäle abschalten, Kinder und Jugendliche neutral informieren, womit suggeriert wird, dass eben nicht neutral informiert wird, was auch immer das genau heißen soll. Vor allem soll es aber heißen, dass hier überhaupt über sowas wie sexuelles Empowerment, sexuelle Vielfalt, Vielfalt der Geschlechter, darf das überhaupt nur zum Thema zu machen, wird hier schon als nicht neutral negativ dargestellt und kritisiert. Ja? Und mit solchen Sharepics agiert die AfD besonders geschickt. Sie können hier besonders gut und besonders erfolgreich ihre politischen Inhalte platzieren. Und wir können auch sehen, dass auch in den Kommentarbereichen, deswegen sind Social Media so interessant, ne, weil sie nicht nur Möglichkeiten sind, einseitig die Inhalte zu platzieren, sondern weil sie ja auch dann wieder Kommentare hervorrufen und so weiter, können wir sehen, dass die Social Media sehr erfolgreich evoziert werden und vorbereitet werden durch Rechtspopulistinnen als Resonanzräume der eigenen polarisierenden Politik. Ja, also Social Media sind Resonanzräume. Wenn wir uns mal Facebooks Kommentare anschauen,
bei der AfD. Dann finden wir sowas wie, da wird von vermehrungsfreudigen sogenannten angeblichen Flüchtlingsgruppen geredet. Das heißt, die Verblödung schreitet weiter voran, der gesunde Menschenverstand ist nicht mehr vorhanden. Die Berufung auf den gesunden Menschenverstand ist was ganz Typisches für den Rechtspopulismus. Also Kampfbegriffe wie Lügenpresse, Gutmenschen, Altparteien, all das wird aufgegriffen und wird vielfach weitergetragen. In den Kommentarbereichen, aber auch auf Twitter wird es dann in andere Timelines fortgeführt, in andere Diskurse eingespeist und hier entsprechende Teaser zu setzen, die dann entsprechend Nachhall finden, das ist eines der Erfolgsrezepte, könnte man sagen, von Rechtspopulisten. Donald Trump war da auch sehr geschickt darin. Das Ganze lässt sich auch noch nachvollziehen und ein bisschen genauer untersuchen anhand von Facebook-Kommentaren. Früher gab es mal so ein Tool, mit dem man die scrapen konnte. Das Tool ist leider abgeschaltet, aber mit dem Datensatz kann man schöne Dinge machen. Nur mal ein erster Teaser. Was habe ich gemacht? Ich habe mir Trigramme angeschaut. Einfach nur die häufigsten Trigramme. Einfach nur in absteigender Frequenz. Dann sehen wir sowas wie, das ist doch, so ist es. In diesem Land kann man nur, also wie kann man nur, ist nicht mehr, ist einfach nur, was für ein. Das sind typische Trigramme, die wir finden in Empörungsausdrücken, ja, in wütenden Äußerungen. Wie kann man nur so viele Flüchtlinge haben, wie kann man nur so blöd sein, das ist doch nicht zu glauben, was für ein Skandal oder ähnliches. Also das ist sozusagen das Grundgerüst. Ich habe das mal in einer Studie, die ich gemacht habe, zu diesem Thema als Empörungsroutine bezeichnet. Und wenn wir davon ausgehen, dass Rechtspopulismus gerade darauf abzielt, sowas wie Wut und Empörung zu stiften, indem Feindbilder konstruiert werden, indem Ängste geschürt werden, also ein Kommunikationsstil, der sehr viel auf Emotionen abzielt, dann können wir in diesen Facebook-Kommentaren sehen, wie sehr diese Rechnung aufgeht, dass wir also tatsächlich einen sehr empörten, wütenden, sehr empörte und wütende Resonanzen finden. Und wohin das führen kann, hat man ja gesehen beim Angriff aufs Kapitol in den USA, dass dann Leute auch tatsächlich ausgehend von den Social Media Polarisierungen, den Anstiftungen, dann tatsächlich zu den Waffen greifen und ein Parlament angreifen und das stürmen. Ich komme zum Schluss. Wir haben gesehen, politische Kommunikation der Gegenwart steht im Zeichen von Social Media und ihren Partizipationsmöglichkeiten. Und die werden bislang von polarisierenden Diskursakteuren besonders erfolgreich genutzt. Und das ist wirklich eine Aufgabe, erstens das besser zu durchschauen, zu erforschen und zweitens auch für die eher gemäßigten demokratischen Kräfte hier auch ihren Platz im Diskurs sich zu erobern, könnte man sagen. In den sozialen Medien lassen sich auch Politik und Medieneignung besonders detailliert beobachten. Das sind deswegen einfach auch empirisch ein wichtiges Feld für die Politolinguistik. Und zugleich stellen sich auch klassische politolinguistische Erkenntnisse auf den Prüfstand. Wir müssen unsere Begriffe und auch unsere Abgrenzungen, die wir haben zwischen Politikersprache und Sprechen über Politik, zum Beispiel wie es bei Burkhardt hieß, das muss man alles nochmal überdenken, wenn wir uns vergegenwärtigen, welche wichtige Rolle Social Media in der politischen Kommunikation spielen. Das also ein paar Einblicke in die politolinguistische Forschung. Ich hoffe, ich konnte Sie ein bisschen neugierig machen und empfehle Ihnen gerne noch so ein paar Einführungswerke, die ich Ihnen auch auf Opal gerne zur Verfügung stelle. Das ist Literatur für heute und ich belasse es bei diesem GIF. Ciao.